Diese Stars gehen 2021 für immer von uns. In den vergangenen 12 Monaten versterben zahlreiche und von vielen verehrte Prominente. Einige von ihnen werden mitten aus dem Leben gerissen. Erst Anfang Dezember macht die tragische Nachricht die Runde, dass Komiker Mirko Nonchev tot in seiner Berliner Wohnung gefunden wird. Ein Fremdverschulden oder Suizid schließt die Polizei bereits aus. Mirko wird nur 52 Jahre alt. Nur einer der vielen Künstler, von denen sich Fans und Familie dieses Jahr verabschieden müssen. Promiflash erinnert an die bewegendsten Todesfälle 2021. Im Februar erschüttert Kascha Lehnhardts Geschichte ganz Deutschland. Das gerade einmal 25-jährige Model stirbt in Berlin am Geburtstag seines erst 6-jährigen Sohnes. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Wenige Wochen später macht Queen Elizabeth den wohl schlimmsten Tag ihres Lebens durch. Nach 73 gemeinsamen Ehejahren muss sie ihren geliebten Gatten Prinz Philip gehen lassen. Der bis zuletzt sehr agile 99-jährige Royal stirbt an Altersschwäche. Willi Herrens Leben geht nur 11 Tage später, viel zu früh, zu Ende. Nachdem der Ballermann-Star gerade noch stolz seinen Foodtruck eröffnet, wird er kurz darauf tot in seiner Kölner Wohnung gefunden. Woran der gerade einmal 45-Jährige stirbt, wird nicht öffentlich gemacht. Ein Fremdverschulden wird allerdings ausgeschlossen. Ähnlich plötzlich überrollt Deutschland im Mai die Todesmeldung von Moderator Jan Hahn. Der langjährige Frühstücksfernsehstar erliegt mit nur 47 Jahren einem schweren, kurzen Krebsleiden. Auch YouTuber Philipp Mickenbecker verliert im Sommer den Kampf gegen den Krebs. Ab Oktober 2020 gibt er im Netz Updates über den stetig wachsenden Tumor in seiner Brust. Im Juni kostet den 23-Jährigen die Erkrankung das Leben. Die Familie Ballack erlebt im August einen wahrgewordenen Albtraum. Michael und Simones Sohn Emilio erliegt nach einem schweren Quad-Unfall in Portugal seinen Verletzungen. Er wird nur 18 Jahre alt. Auch die Sex and the City-Familie trauert einen Monat später um ein Mitglied. Nachdem Willy Garson noch für das Sequel And Just Like That vor der Kamera steht, stirbt er mit 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. An Tragik kaum zu überbieten ist aber wohl Helena Hutchins Tod. Die Kamerafrau wird im Oktober unabsichtlich von Hollywood-Star Alec Baldwin am Set erschossen. Die Requisitenwaffe ist an dem Tag versehentlich mit scharfer Munition geladen. Helena wird nur 42 Jahre alt und hinterlässt ihren Partner und einen 9-jährigen Sohn. Doch auch an diese Promi-Verluste wollen wir im Stillen erinnern. Und an diejenigen, die in dieser Auflistung fehlen.